Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugkörper? Nein, es ist eine Ente. Phil, komm wieder runter, du musst uns helfen. Was machen wir jetzt? Kleines Entchen, ich bin Phil, du bist Howard. Wir beide Freunde, verstehen? Er ist zweifelsohne einer der gescheitesten Köpfe auf der Erde. Hey, Phil, sprich vernünftig mit ihm. Er ist genauso klug wie du. Oh, jetzt bin ich aber wirklich deprimiert. Hochintelligent, möglicherweise sogar... Warte, das ist es. Wir sollten herausfinden, ob Howard irgendwelche Fähigkeiten besitzt, die wir auf der Erde nicht haben. Ich denke an sogenannte... Superkräfte. Howard! Kannst du den Stahl verbiegen? Was bist du? Übergeschnappt? Howard! Schaffst du es, in dieses Brett ein Loch hineinzubrennen? Mit einer Art Augenlaser? Na? Kann ich dir deine Nase mit meinem Superschnabel abbeißen? Howard, lenk mich nicht ab, sei vernünftig. Ich möchte, dass du dich konzentrierst und versuchst, meine Gedanken zu lesen. In Ordnung. Du denkst gerade, sie wissen, dass ich nicht ganz dicht bin, dass bei mir eine Schraube locker ist. Na, liege ich richtig mit meiner Vermutung? Ich möchte, dass du in die Zukunft schaust und mir erzählst, was du siehst. Ich sehe, wie ich durch diese Tür dort hinaus marschiere. Ja, und ich bin dabei. Oh nein. Nein, 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 wartet. Ihr könnt doch nicht einfach gehen. Ja, wieso nicht? Weil Abhandlungen geschrieben, Forschungsberichte veröffentlicht, Symposien gegeben und Vortragsreisen stattfinden müssen. Howard, wir sind dabei, wissenschaftliche Gesetze umzukrempeln. Aufgepasst, Darwin. Schau her, Einstein. Hallo, Nobelpreis. Wir sind nicht hier, um dir Ruhm zu verschaffen, Blumberg. Beverly, hör zu. Ich habe noch nie über meine Kollegen aus Forschung und Lehre schlecht gesprochen, aber wenn du mit deinem Außerirdischen in der Tasche zu den meisten dieser Kerle kommst, sagen sie, wow, lass ihn uns ein kleines Stück schneiden und nachsehen, welche Farbe seine Organe haben. Ich möchte gern wissen, A, was tue ich hier und B, wie komme ich wieder zurück? Kinderspiel. A, weil ich der Richtige dafür bin und B, weil ich bereits eine Theorie entwickelt habe. Was für eine Theorie? Tja, weißt du, das hier ist die stammesgeschichtliche Entwicklung, die uns zeigt, wie sich der Mensch vom Affen bis zu mir entwickelt hat. Hältst du das für einen Fortschritt? Oh Gott, ihr seid alle haarlose Affen. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Ihr beide müsst jetzt eure Fantasie spielen lassen. Irgendwo im Universum ist Howards Welt. Stellt sie euch bildlich vor. Diese Welt ist fast genau wie unsere. Nur mit dem Unterschied, dass der Vorfahre der dominanten Rasse in diesem Fall kein Affe war, sondern eine Ente. Eine schöne Theorie. Jede Schulente kennt diese Vermutung. Und als ich die Ente anschickte, die Evolutionsleiter hinaufzuklettern, sagte sie Ciao zu ihren Flügeln, ließ ihre geistigen Fähigkeiten wachsen. Und wohin führte diese Entwicklung? Beverly? Sie baut Shopping Center? Nein, zu den Stämmen. Die Cro-Magnon-Ente, deren Entwicklung schließlich in Howard endet.